Hey Leute, heute zeige ich euch meine neueste Amazon-Bestellung. Nein, handelt es sich nicht um ein weiteres Nexus 4, sondern um eine weitere Smartwatch. Und zwar die von mir sehr mit Spannung erwartete LG G-Watch R, die ja bekanntlich mit Android Wear läuft. Nun, seit Erscheinen dieser Smartwatch, beziehungsweise seit Marktstart in diversen anderen Ländern, habe ich mit Spannung darauf gewartet, dass die LG G-Watch R auch in Europa, beziehungsweise in Österreich erhältlich ist. Und habe die dann auch vor ein paar Wochen, nämlich genau vor 3 Wochen, bei Amazon vorbestellt, und letzte Woche wurde dann die Bestellung übernommen und heute kam die kleine Watch, oder naja, klein wird sie nicht sein, denke ich mal. Auf jeden Fall kam das Gerät heute bei der Post an, und nun ja, straight into the things, let's get into it und lasst uns das Teil mal unboxen. So, sehr hübsch die Aufmachung. Hier gleich mal eine Kurzanleitung, die ich mal beiseite lege. Das Gerät an sich. Wow, die ist echt hübsch. Wahnsinn. Ich bin ganz hin und weg. Was haben wir noch? Ein Ladegerät. Standard. Lass mich mal gucken, wie viele Milliampere-Stunden. Moment. Was haben wir noch in der Box? Ein Micro-USB-Kabel und das notwendige Cradle. Oder Charging Dock, je nachdem, wie man es nennen möchte. Weiters in der Box sind Sicherheitsinformationen. Okay. Nun, zurück zum Charger. Der hat einen Output von nur 0,85 mA. Beziehungsweise Ampere, ja. 0,85 Ampere. Die LG G-Watch R hat einen Akku von 400 mAh Kapazität. So, ich denke mir, wird sich das mit der Ladezeit bei einer Stunde, eineinhalb Stunden einpendeln. Oder wenn ich meinen 2 Ampere Ladestecker verwende, wird sich da die Ladezeit entsprechend verkürzen wahrscheinlich. Nun, das war's auch schon. Mehr ist nicht in der Box, die übrigens mit diesem magnetischen Öffnungsmechanismus ziemlich hübsch aussieht. Ach ja, als Unterlage dient mir mein 6 Jahre altes Notebook. So. Lasst uns das Teil mal. Wow. Wow, ich bin beeindruckt. Gar nicht mal so schwer. Relativ dünn. Und extrem hübsch, muss ich schon sagen. Also, das ist echt. Wow. Wenn man nun meine Smartwatch 2, die ich hier am Handgelenk trage, Werbung für Hollister, super, die ich hier am Handgelenk trage, vergleicht, ich weiß nicht, ob man das genau sieht, aber die ist ungefähr gleich groß. Ein weiteres Vergleichsbild kommt dann im Blog-Testbericht. Aber ich würde sagen, so rein vom Gefühl her sind beide relativ gleich groß.
Die SW2 hat 1,6 Zoll Display-Diagonale und die LG G Watch R entweder 1,3 oder 1,6, weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall ein sehr schönes Gerät. Also diese Lünette, wie man das Ding hier auf der Seite nennt, diesen Kranz, diese Lünette gefällt mir sehr gut. Die lässt sich leider nicht drehen. Wäre sehr nettes Feature gewesen, wenn man die drehen hätte können. Nun, das Gerät an sich ist, würde ich mal sagen, nicht das dickste Gerät von, mit Android Wear, das ich gesehen habe. Nun gut, die SW2 ist auch eine Smartwatch, aber dünner. Hat natürlich kein Android Wear drauf. Und nun, das haptische Gefühl. Hinten ist Plastik, das fühlt man, angerautes Plastik, das fühlt man ja. Und vorne das Gehäuse und auf der Seite Edelstahl, nicht kühl oder sonst irgendwie kalt, sondern haptisch sehr angenehm auf der Haut. Nun, auf der Seite sieht man den Knopf, der sich nicht drehen lässt, sondern nur leicht eindrücken lässt. Dann hier auf der Rückseite, auf der Seite mit dem Knopf, also der rechten Seite, die Pins für die Ladeschale, beziehungsweise in der Mitte den Herzfrequenzsensor, beziehungsweise das Feld für die Linse des Sensors und noch ein paar CE-Zeichen und andere Sicherheitshinweise, whatever. Lasst uns das Teil mal hochfahren. Zwei Sekunden auf den Knopf auf der rechten Seite gedrückt und dann fährt das Ding hoch. Ich bin ganz hin und weg von der Schönheit dieser Android Wear Smartwatch. Es ist unglaublich. Sorry, das war mein Finger. Sehr schöne Boot-Animation. Wow, das Display ist echt hell. Okay. Okay, Deutsch, Deutschland. Ja, okay. Na dann, der Akku ist übrigens schon, wie ich sehe, bei 100%. Sehr nett. So, und wie geht's jetzt weiter? Tja. Da muss ich mal kurz einen Break machen. Moment. Hallo zurück. Nach dem Einrichten der Android Wear App am Smartphone, das ich gerade als Kamera verwende, nämlich das Sony Z1 Compact, möchte ich nun die LG G Watch R mit dem anderen Gerät, das ich bereits besitze, die Sony Smartwatch 2 vergleichen. Wie man hier bereits gut sieht, das Display der SW2 ist im Standby-Modus und jetzt leuchtet es und die LG G Watch R leuchtet nun auch, ist relativ hell bzw. viel heller. Und auch von der Größe her wesentlich größer natürlich. Und auch dicker durch diese Lünette, die rundherum verläuft. Wenn man sich nun die Dicke von dem Teil ansieht, sieht man hier recht schön. Also,
Ja, wie gesagt, die Aufnahme vom Armband ist bei der LG G Watch R etwas wuchtiger und etwas, sagen wir mal, dominanter als bei der SW2. Nun, bei der SW2 sieht man hier den Port für den Micro-USB-Anschluss. Die LG G Watch wird ja durch diese Pins geladen am Docking Cradle. Hier sieht man auch schon, dass ich die Einstellungen aufgerufen habe, beziehungsweise habe ich hier schon eine App runtergeladen. Standard Screen, den ich jetzt nicht haben wollte. So Einstellungen, nicht so leicht mit der. Ah, hier, okay. Sorry für die schlechte Kamerahaltung. Die Einstellung der Helligkeit. Ich drehe das Ding jetzt mal auf Stufe 1 und Display immer eingeschaltet. Ist jetzt standardmäßig ausgeschaltet. Das werde ich auch so lassen, weil aus bereits bekannten Reviews wurde berichtet, dass die LG G Watch R mit eingeschaltetem Display, also permanent eingeschaltetem Display, always on, kaum mehr als 2 Tage durchhält. Also ich werde es mal deaktiviert lassen. So, hier könnte man das Teil neu starten, zurücksetzen oder ausschalten und die Watch Faces wählen. Lasst mich mal auf Info klicken. So, hier sieht man dann die Bezeichnung, Softwareversion 4.4 W1. Das ist jetzt so, die LG G Watch R startet nun neu. Ist nun vom Smartphone getrennt, seltsamerweise, weil sich die Smartwatch 2 verbunden hat. Sehr toll. Nun, anyway, lasst uns nochmal zu den Einstellungen zurückkehren.